Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Das ist alles so lang vorbei. Doch die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Das ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Ich dich niemals verlier, doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr. Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wäre und super talentiert, und wie einmal zwölf hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wäre mental so fit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, wenn wirklich nicht in Frage kommt. Sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter zu versauen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Das wollen wir nur mal klarstellen, damit man uns richtig versteht. Wir haben nichts gegen München, wir würden nur nie zu den Bayern gehen.
contrast, and is clinically proven to help many patients achieve both symptom relief and remission. Infusion and serious allergic reactions can happen during or after treatment. Entyvio may increase risk of infection, which can be serious. PML, a rare, serious, potentially fatal brain infection caused by a virus, may be possible. Tell your doctor if you have an infection, experience frequent infections, or have flu-like symptoms or sores. Liver problems can occur with Entyvio. If your UC or Crohn's treatment isn't working for you, ask your gastroenterologist about Entyvio. Entyvio, relief and remission within reach. Es gibt Tage, die sollten nie und Nächte, die sollten nie gehen. Es gibt Zeiten, da werde ich ganz ruhig und dann kann ich die Welt bestanden. Doch meistens ist es wie immer, alles ist irgendwie grau. Und manchmal kommt es noch schlimmer, wer ist schon bei sowas gut drauf? Was kann man mit Sicherheit sagen? Was weiß man schon wirklich genau? Ich hab mit dem dritten Mal angefangen und vielleicht bin ich irgendwann auf. Ein klarer Kopf ist die beste Droge. Na klar, das kann schon sein. Es gibt so viel schlaue Sätze dazu und mir fällt auch eine ein. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es und seh einen wissenden Mann und zwei Augen, die mich dann fragen, wann fängt das Leben endlich an? Und dann werde ich leicht melancholisch und etwas passiert in mir. Ich kriege sentimentale Gefühle, aber leider kein Feeling dafür. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich habe es
Okay.